Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 57 Vanille Zweiter Teil. Heute Morgen wäre Harry beinahe mit nackten Füßen in die Überreste einer toten Maus getreten, weswegen er Hedwig vorwurfsvoll anblickte, bevor er seinen Zauberstab zog und den restlichen Kadaver beseitigte. Seine Eule nutzte er kaum noch für Post, weil sie schon etwas betagter war, und so ließ er sie ein- und ausfliegen, wie sie es wollte. Doch heute Morgen hatte sie beschlossen, ihm wieder ein wenig Gesellschaft zu leisten und ihm als Geschenk eine angeknabberte Maus mitzubringen. Dass Hermine ihre Prüfungen als Heilerin bestanden hatte, wurde ihm heute früh von ihr per Eule mitgeteilt, und im gleichen Atemzug erklärte sie, dass sie Snape heute besuchen würde, weswegen Harry nicht davon ausging, Severus oder Hermine in dessen Wohnzimmer anzutreffen, wenn er gleich den Hund abholen würde. Er hatte sich nicht getäuscht. Nachdem Salazar ihn hineingelassen hatte, wurde er lediglich von dem Hund stürmisch begrüßt. »Ja, jetzt geht's raus«, versprach Harry dem aufgeregten Hund, der vergnügt einmal im Kreis herumhüpfte und wie wild mit dem Schwanz wedelte. Der Hund holte eines seiner Spielzeuge, ein verknotetes Seil, das er offenbar mit nach draußen nehmen wollte. Harry leinte den Hund an, nahm ihm das geknotete Seil ab und sagte mit weicher Stimme zu dem Tier: »Willst wohl fangen spielen? Gut, nehmen wir das eben mit. Sonst noch was?« Harry wartete mit hochgezogenen Augenbrauen und einem milden Lächeln auf den Lippen auf eine Antwort. Ganz so, als würde er mit einem Kind sprechen, doch der Hund machte nur einmal kurz Wuff. »Hol die Gummiente, dann können wir zum See gehen und du kannst ein bisschen baden gehen«, sagte Harry lächelnd, der sich noch an das letzte Mal erinnerte, als er ständig Steine in den See werfen musste, weil der Hund es liebte, dem Flugobjekt hinterher ins Wasser zu laufen. Es würde sicherlich mehr Spaß machen, wenn der Hund die Gummiente jagen könnte, denn die ging nicht so plump unter wie ein Stein. Außerdem würde sich der Riesenkrake von einer Gummiente weniger gestört fühlen, denn das letzte Mal war es dem gutmütigen Ungeheuer wohl zu viel geworden, sodass er einen Stein ans Ufer zurückgeschleudert hatte. Der Hund kannte sein Spielzeug offenbar beim Namen, denn er ging zu einem kleinen, unscheinbaren Schränkchen hinüber, welches einen Stoffvorhang anstelle von Türen hatte. Der Hund teilte mit der Schnauze den Vorhang, stöberte einen Moment lang darin herum und kam mit der Ente in der Schnauze zurück. »Da hat Severus also all deine Sachen versteckt. Du kommst immer ran, aber andere sehen sie nicht. Clever«, sagte Harry und ging in die Knie, um den Hund zu tätscheln. In diesem Moment bemerkte er etwas aus den Augenwinkeln, und als er sich umdrehte, gefror ihm das Blut in den Adern. In einer Ecke in Severus' Wohnzimmer stand unverkennbar ein Hauself aus der Küche. Aber was Harry so erschreckte, war die Tatsache, dass er den Elf nicht deutlich sehen konnte, wie er sonst Dobby vor sich sah, sondern nur sehr verschwommen, fast geisterartig. Und dann, ganz plötzlich, bewegte sich der Elf so schnell von einem Fleck zum anderen, dass Harry ihm nicht mit den Augen folgen konnte. Die Bewegung des Hauselfs zog verschwommen ein paar Farben hinter sich her, als wäre ein blasser Regenbogen an dem fast nackten Wesen befestigt. Erschrocken und etwas schneller atmend, blickte Harry hinunter zu dem Hund, und der, zu Harrys Erstaunen,
hatte seine Augen auf den Eindringling gerichtet. Der Hund konnte den Elfen offensichtlich auch sehen. Und nur deshalb wusste Harry, dass er nicht verrückt geworden war. Die kleine, nebelhafte Gestalt mit dem bunten Schleier huschte lautlos im Zimmer hin und her und richtete schon fast starr seine Augen auf Harry. Harry tat so, als würde den Elf nicht sehen, der ganz offenbar nur zu einem Zweck hier war, um ihn zu beschatten. »Komm, Harry, wir gehen spazieren«, flüsterte er, während er eines der weichen, weißen Ohren des Hundes knetete. Nachdem Harry mit dem Knotenseil und der Gummiente in der einen Hand und der Leine in der anderen den Raum verließ, zuckte er fast zusammen, als der farbige Nebel, in welchem sich die Konturen des Hauselfen abzeichneten, lautlos durch die Tür schoss und sich ihm und dem Hund anschloss. Es war ihm überhaupt nicht wohl, bei dem Gedanken, von einem Hauselfen beäugt zu werden. Als Harry einigen Slytherins über den Weg lief, wurde ihm bewusst, dass niemand anderes den geräuschlosen, farbenfrohen Schatten bemerkte, der ihm folgte. Nur der Hund wusste genau, dass noch etwas anderes anwesend war. Kurzum entschloss sich Harry dazu, Severus in dessen Büro aufzusuchen. Nach einem harsch klingenden »Herein« öffnete Harry die Tür zum Büro, während seine Augen nach unten auf den Hund gerichtet waren, um ihn hineinzuführen. »Harry, wie kann ich Ihnen helfen?« hörte er Severus freundlich fragen. Offenbar war er erleichtert darüber, dass es keiner seiner Schüler war, der ihn störte. Hermine kannte ihren Freund und dessen Mimiken sehr gut, und ihr fiel daher sofort der Anflug von Kummer in seinem Gesicht auf, selbst wenn er sie noch nicht angesehen hatte, weswegen sie ihn besorgt fragte, was los sei. Harry schloss vorsichtig die Tür hinter sich, was den nebelhaften Hauself jedoch nicht davon abhielt, durch die Tür zu schweben. Wie sollte er den beiden nur klar machen, dass ihm ein für andere Menschen unsichtbarer Hauself auf Schritt und Tritt folgte? Nachdem Hermine ihn erneut mit viel Sorge in der Stimme beim Namen nannte, blickte Harry endlich auf und gleich darauf sog er erschrocken Luft durch seinen noch leicht offen stehenden Mund. Neben Severus und Hermine stand jeweils ein weiterer Hauself. Albus hatte jede Person, die er überwachen wollte, einen Elfen auf den Hals gehetzt. Seine Atmung war stockend, als Harry bewusst wurde, dass er sich nicht mitteilen konnte, ohne dass die Elfen davon etwas mitbekommen würden. Bisher, so glaubte Harry, hatten die Spione nicht bemerkt, dass er sie sehen konnte, und so sollte es, wenn möglich, auch bleiben. Doch es war schwer, so ein Geheimnis für sich behalten zu müssen. »Guten...« Harry atmete so heftig, dass er bereits einen trockenen Mund bekommen hatte und daher erst schlucken musste, bevor er fortfahren konnte. »Morgen, Severus. Hermine, schön, dich zu sehen.« Er war keinesfalls so erfreut, wie seine Worte klingen sollten. Beiden war sofort klar, dass mit Harry etwas nicht stimmte. Doch es war Hermine, die ihn darauf ansprach. »Was ist denn nur los, Harry?« Ihre Stimme war so zart, dass Professor Snape sie zunächst irritiert anblickte, bevor er aufstand und Harry fragte. »Können Sie wieder jemanden nicht sehen?« »Nur in Gedanken«, antwortete Harry. »Ich sehe im Moment mehr, als mir lieb ist.« Laut sagte er, »Mir geht es nicht besonders. Vielleicht wollen Sie mitkommen? Etwas spazieren gehen. Ich möchte nicht, dass ich... Ich möchte, dass jemand dabei ist, wenn ich rausgehe.« »Sie müssen mit dem Hund nicht raus, wenn es Ihnen nicht gut geht, Harry. Das würde ich nie verlangen«, sagte Severus ungewohnt einfühlsam. Harry schluckte angespannt, bevor er sich ins Gedächtnis zurückrief, dass es Severus war, der gesagt hatte, die beste Möglichkeit, sich auszutauschen,
während Spaziergänge mit dem Hund, weswegen er sagte: »Wie wäre es, wenn wir drei zusammen...« Harry schluckte nochmals, weil sein Elf ihm sehr nahe kam, um ihn zu begaffen, bevor er stotternd fortfuhr. Nach draußen gehen mit dem Hund zusammen. Ich verstehe, sagte Severus langsam und mit Nachdruck, während er Harry einen Blick zuwarf, der ihm verdeutlichen sollte, dass er tatsächlich verstand. Einen Moment später sagte er zu Hermine: Kommen Sie, Miss Granger. Wir möchten doch beide nicht, dass Harry beim sogenannten Gassi-Gehen womöglich noch Kreislaufprobleme bekommt und zusammensackt. Hermine wusste zwar nicht genau, was hier gerade ablief, aber sie ahnte, dass die beiden sich offensichtlich verschlüsselte Codes zuwarfen. Miss Granger? Fragte Severus erneut, und dieses Mal hielt er ihr die Hand hin, die sie ergriff, um sich mit seiner Hilfe vom Stuhl zu erheben. Gespielt enthusiastisch, sagte sie. Ja, ich komme mit. Ein wenig frische Luft wird mir gut tun. Auf den Gängen wollte Harry wegen der Elfen nicht reden, weswegen Hermine es übernahm, für etwas Gesprächsstoff zu sorgen. Sie erzählte Harry von ihrem Phänomenal, aber als er nur gequält lächelte und sie mit schwacher Stimme für ihre bestandene Prüfung zur Heilerin beglückwünschte, wurde ihr klar, wie ernst die Sache sein musste, die ihn bedrückte. Harry würde sich unter normalen Umständen nicht zurückhalten können, sie zu umarmen und ihr die Wangen zu küssen. Aber dieser Harry hier war ein verstört wirkender Harry, weshalb sie seine Hand nahm und einmal stärkend zudrückte. Aus lauter Dankbarkeit drückte Harry zurück und auch deshalb, um sich bei ihr für seine fehlende Begeisterung zu entschuldigen. Denn mittlerweile folgten ihnen drei Hauselfen, die nur er sehen konnte, und das war ein beängstigendes Gefühl. Er wollte es am liebsten in die Welt hinausschreien, wollte die Hauselfen beschimpfen und sie zur Rede stellen oder Albus fragen, ob er noch ganz richtig im Kopf wäre. Aber die gesamte Situation bedrückte ihn zu sehr, um auch nur eine dieser unüberlegten Geistesblitze in die Tat umzusetzen. Die Elfen folgten selbst noch, nachdem sie bereits die Hängebrücke überwunden hatten. Wohin könnten sie ihm noch folgen? Überall hin? Severus blickte ihn wieder fragend an, doch Harry war sich der observierenden Spione bewusst und konnte einfach nichts anderes sagen, außer: Gehen wir zum See? Am See angekommen, warf Harry die Gummiente in hohem Bogen ins Wasser und der Hund sprintete sofort hinterher, um sie zurückzuholen. Derweil tauschten Severus und Hermine besorgte Blicke aus. Nach einigen Würfen setzte sich Harry ermattet auf den Boden. Es war nicht zu übersehen, dass etwas an seinen Nerven zerrte. Hermine übernahm das Spiel mit dem Hund, während Severus, nicht mehr ganz er selbst, sich auf den Boden neben Harry setzte. Doch noch immer konnte Harry ihm nichts sagen, was ihn beunruhigte. Von Severus ungesehen kamen ihm die Elfen teilweise so nahe, dass er seine Privatsphäre verletzt sah. Manchmal hielten sie ihren Kopf dicht unter seine Nase und sie starrten und gafften, sodass er Beklemmungen bekam. Aber das Schwierigste war, die ganze Zeit über so zu tun, als würde er sie nicht sehen. Er zerbrach sich den Kopf darüber, wie er Severus mitteilen konnte, was ihm auf dem Herzen brannte. Er musste ihn doch warnen und ihm sagen, dass nun Tag und Nacht ein Elf auch bei ihm auf der Lauer liegen würde. Und plötzlich hatte er eine Idee. Legelementik. Harry selbst war in Legelementik nicht sehr bewandert. Er war viel besser in der Abwehr eines Legelementik-Angriffs. Doch Severus? Erinnerungen kamen plötzlich in Harry auf.
Erinnerungen ans Ende des 6. Schuljahres, nachdem er mit ansehen musste, wie Severus den Direktor getötet hatte und danach mit Draco geflohen war. Harry war ihm damals hinterhergelaufen, weil er den Verräter zur Strecke bringen wollte. Doch egal. Was er seinem Zaubertränkelehrer für Flüche hinterhergeworfen hatte, Severus wusste im Vorfeld, welchen Fluch Harry anwenden würde. Mit Sicherheit hatte Severus Legilimentik angewandt, um Harrys nächsten Zug in Erfahrung zu bringen. Es musste so gewesen sein, denn Severus hatte ihm sogar noch geraten, endlich zu lernen, seinen Geist zu verschließen, was im Übrigen einer der Gründe war, warum Harry in den 5 Jahren, in denen der Zaubertränkemeister auf der Flucht war, Zweifel gekommen waren, dass Professor Snape mit Leib und Seele ein Todesser sein sollte. Warum hätte er ihm in dieser Situation noch den so hilfreichen Ratschlag mit auf den Weg gegeben, endlich Okkulomantik zu lernen? Ein Ratschlag, den Harry sich zu Herzen genommen hatte. Denn nur deshalb hatte er auf eigene Faust Okkulomantik gelernt. Eines war ihm seit jener Nacht, in der Dumbledore starb, klar. Severus beherrschte Legilimentik in- und auswendig. Und er konnte sie ganz offenbar wort- und stablos anwenden. Aufgeschreckt blickte Harry zu Severus, doch der wartete lediglich darauf, dass Harry endlich den Mund aufmachen würde. Innerlich flehte er seinen älteren Kollegen an, doch einfach seine Gedanken zu lesen, aber seine Bitte blieb ungehört. Er musste ihn irgendwie darauf stoßen, Severus einen Hinweis geben, damit der wusste, was zu tun war. Während Harry dabei zusah, wie Hermine die Gummiente ins Wasser warf und der Hund dem Spielzeug nachlief. Da kam ihm der rettende Gedanke, doch er musste seine Worte mit Bedacht wählen. Severus, was sie das eine Mal mit Hermine... Harry stockte, weil ein Elf ihm wieder so nahe kam, dass er glaubte, dessen Atem riechen zu können. Doch er fing sich und fuhr mit seinem Satz fort. Mit Hermine gemacht haben, das war nicht sehr nett. Harry hatte darauf geachtet, dass seine Worte nicht ein bisschen vorwurfsvoll klangen. Nachdenklich kniff Severus die Augen zusammen, so dass Harry sich genötigt fühlte zu sagen, »Sie wissen schon, was ich meine. Hermine war ganz schön fertig und...« Als Severus klar wurde, dass Harry den Tag meinte, als er einfach in die Gedanken seiner Schülerin eingedrungen war, da unterbrach er bedrohlich leise, indem er sagte, »Ich denke, das ist eine Angelegenheit, die keiner weiteren Erwähnung bedarf.« »Nein, Sie verstehen nicht«, sagte Harry aufgebracht, als er Severus daran hinderte, aufzustehen. Verzweifelt krallten sich seine Finger in den schwarzen Umhang, sodass Severus sich widerwillig zurück auf den Boden ziehen ließ. »Ich wollte nur sagen, dass es mir nichts ausmachen würde. Ich meine, solche Dinge müssen manchmal gemacht werden, nicht wahr? Sie wollten damit etwas in Erfahrung bringen und sie haben es geschafft. Ich verstehe das vollkommen, wirklich. Es gibt manchmal keine andere Möglichkeit. Verstehen Sie?« Die letzten beiden Worte hatte er mit besonderer Betonung gesprochen. Sein Kollege verstand. Mit einem fast unmerklichen Nicken machte er Harry klar, dass er jeden Moment Legilimentik anwenden würde. Harry wusste lediglich, dass derweil Blickkontakt bestehen musste, und so schaute er Severus in die Augen, bis er plötzlich eine andersartige Präsenz in seinem Geist spürte. Severus war jetzt in seinem Kopf, weshalb Harry ihn sofort die Erinnerung an vorhin zeigte, als er neben Hermine und ihm 2 Hauselfen gesehen hatte. Harry bemerkte,
wie Severus vor lauter Überraschung über diese Erkenntnis die Augen etwas weitete, jedoch schnell wieder seine Maske überstreifte. In Gedanken hörte er Severus' Stimme sagen: Wir müssen Miss Granger davon berichten, aber ich befürchte, dass das auf diesem Wege, den wir gerade nutzen, nicht möglich sein wird. Sie wird es nicht zulassen. Keine Sorge, antwortete Harry in Gedanken zurück, bevor er fortfuhr. Ich mach das schon. Wir müssen sie einweihen. Und wir müssen auch Ron und Sirius einweihen. Dieses Mal war Severus' Stimme lauter in seinem Kopf, als er sträubend erklärte: Ich werde nicht in Blacks Kopf eindringen, Harry. Das können Sie nicht von mir verlangen. Doch Harry versicherte ihm: Wir sitzen doch alle im selben Boot. Schon vergessen? Severus verzog sein Gesicht, nachdem er Harrys Kopf wieder verlassen hatte. Harry lächelte gequält, bevor er zum See hinunterrief: Hermine, komm doch mal bitte eben her. Vom nassen Hund erst verfolgt und dann überholt, rannte Hermine auf die beiden auf dem Boden sitzenden Männer zu. Sie tat es ihnen gleich und setzte sich im Schneidersitz den beiden gegenüber. Ihr Lächeln war etwas gezwungen, aber an ihren glitzernden Augen erkannten beide ihre Neugierde. Harry wollte sie vorwarnen, damit sie nicht überrascht sein würde, plötzlich wieder Severus in ihren Gedanken wiederzufinden, weshalb er zuversichtlich zu ihr sagte: Du hast ihm deswegen schon einmal verziehen. Verzeih ihm noch ein weiteres Mal. Nachdem Harry diese Worte gesagt hatte, blickte sie verstört und mit zusammengezogenen Augenbrauen zum Professor hinüber. Man ließ ihr keine Zeit, Harrys Hinweis verstehen zu können, denn in dem Moment, als sie in Snapes dunkle Augen blickte, überkam sie das schlimme Gefühl, welches er schon einmal in ihr ausgelöst hatte. Er war ohne ihre Zustimmung in ihren Kopf eingedrungen und sie fühlte sich verletzlich und ausgeliefert. Sie geriet in Panik und da sie sich nicht anders zu wehren wusste, beugte sie sich in Windeseile nach vorne und gab dem ehemaligen Todesser eine gepfefferte Ohrfeige. Severus war nicht nur wegen ihrer Handgreiflichkeit perplex, sondern wegen der allgemein beunruhigenden Situation, von etwas Unsichtbarem ausgekundschaftet zu werden. Das, was Harry ihm gezeigt hatte, musste er unbedingt Miss Granger mitteilen, denn sie wurde, genau wie Harry und er selbst, von einer Hauselfe auf Schritt und Tritt verfolgt. Mit Mühe konnte Harry Hermine daran hindern, das Weite zu suchen. Er hielt ihre Handgelenke fest und sagte einfühlsam, während sie sich zu befreien versuchte: Hermine, beruhige dich. Bitte, sieh ihn an und dann... Er konnte ihr schwerlich sagen, dass sie dann die Wahrheit erfahren würde, weshalb er den Satz mit den Worten beendete: Dann wirst du sehen, wie leid es ihnen tut. Bitte, Hermine. Kopfschüttelnd und mit Tränen schwimmenden Augen blickte sie zu Harry, um ihm wortlos zu sagen, dass sie das nicht wollte. Es war ihr klar, dass Harry davon wusste, dass das mit der Legelementik sogar seine Idee gewesen sein musste, aber sie wollte Snape nicht in ihrem Kopf haben. Die Gedanken an das letzte Mal ließ ihr eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Doch sie beruhigte sich ein wenig und hörte auf, sich gegen Harry zu wehren, sodass er von ihren Handgelenken wieder abließ. Sie begann zu zittern, genau wie während des unerfreulichen Erlebnisses, welches sie dem Professor so leichtfertig verziehen hatte. Wieder bat Harry eindringlich: Bitte, Hermine, bitte. Mit zitternden Lippen und heftig atmend riss sie sich zusammen. Denn wenn Harry so flehte, dann musste es sich um etwas sehr Wichtiges handeln. Sie blickte hinüber zu Snape, der sich offensichtlich nicht wohl in seiner Haut fühlte. Die ersten Male, als er ihr in die Augen schauen wollte, blickte er immer wieder verschämt zu Boden oder an ihr vorbei.
Offensichtlich war auch ihm nicht wohl bei dem Gedanken, erneut in den Kopf seiner Schülerin einzudringen. Er konnte ihren Anblick kaum ertragen, denn die Furcht stand ihr ins Gesicht geschrieben und es war ihm unangenehm, solche Gefühle in ihr auszulösen. Doch endlich überwand er sich und drang alsbald ohne Mühe in ihren Kopf ein. So schnell wie möglich erklärte er ihr die Situation und zeigte ihr die Bilder, die Harry ihm von den für andere Menschen unsichtbaren Hauselfen gezeigt hatte, die Dumbledore als Spione gegen die drei einsetzte. Hermine wagte es nicht, in Professor Snapes Gedanken eine Frage zu stellen, und so sog sie all die Informationen, die er ihr gab, auf, wie ein Schwamm das Wasser. Ohne sich länger in ihrem Geist aufzuhalten als notwendig, verließ er schnell wieder ihre Gedankenwelt. Erst jetzt rannen die Tränen über ihre Wangen, die sie bisher erfolgreich zurückgehalten hatte. Von den Neuigkeiten, die sie erhalten hatte, war sie so erschlagen, dass sie lange Zeit nichts sagen konnte. Es schien, als verstünde sie die Welt nicht mehr. Sie war sich jedoch im Klaren darüber, dass drei für sie nicht sichtbare Hauselfen hier herumschwirrten und alles beobachteten, um jede noch so kleine Information an den Direktor weiterzugeben. Damit diese kleinen Biester, die sie einst aus reiner Herzensgüte mit eigenhändig gestrickten Kleidungsstücken aus der Gefangenschaft befreien wollte, diese Situation nicht verstehen würden, sagte Hermine mit bebender Stimme an den Professor gewandt. Ich bin froh, Ihre Schülerin zu sein, Professor Snape. Ich bin mir sicher, dass ich bei Ihnen eine Menge dazulernen werde, ganz egal, wie oft wir uns in die Haare kriegen. Das sollte reichen, um Albus Spione diese Situation falsch deuten zu lassen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.